Hallo zusammen und willkommen. Bauchkrämpfe, Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, Stimmungsschwankungen, Hautunreinheiten, ein hoher Verbrauch von Hygieneartikeln und das regelmäßig jeden Monat. Die Menstruation ist für viele Frauen eine Belastung, die sie selbstverständlicherweise gerne so unbeachtet wie möglich hinter sich bringen möchten. Dabei lohnt es sich, einen Blick auf die Menstruationsflüssigkeit zu werfen. Denn die Farbe des Blutschleimgemisches kann nämlich Aufschluss über die eigene Gesundheit geben. Die Beschaffenheit und Färbung gibt möglicherweise erste Hinweise auf Krankheiten und hormonelle Störungen. Im heutigen Video erklären wir dir, was die Farbe des Blutes während der Periode über deine Gesundheit verrät. Los geht's! Farbliche Veränderungen im Laufe einer Periode sind normal. Die Blutung ist anfangs kräftiger, später wird sie dünner und wässriger. Darüber hinaus kann die Farbe des Blutes jedoch variieren. Dieses kann Aufschluss über mögliche gesundheitliche Probleme geben. Die Farbskala der Monatsblutung reicht von einem hellen Rot bis hin zu einem dunklen Rotbraun. Eine normale, gesunde Regelblutung ist von einem satten, tiefen roten Farbton. Ist dieses bei dir der Fall, gibt es keinen Hinweis auf eine körperliche Störung. Die Gebärmutterschleimhaut löst sich gleichmäßig ab und wird ohne Probleme abgestoßen. Ist das Blut dunkelrot, deutet dies auf einen hohen Östrogenspiegel hin. Durch das hohe Östrogen wird eine dicke Gebärmutterschleimhaut aufgebaut. Dies führt beim Abbau zu einer starken, mit Gewebstücken durchsetzten Blutung. Diese Art von Blutung ist häufig eine Folge der Veränderung während der Wechseljahre. Sie kann allerdings auch ein Hinweis auf Myome oder andere gut- oder bösartige Gewächse in der Gebärmutter sein. Eine andere Ursache eines zu hohen Östrogenspiegels kann starkes Übergewicht sein. Im Fettgewebe nämlich wird Östrogen produziert. Dies kann zu einer Östrogendominanz führen. Wenn du übergewichtig bist, ist es daher ratsam, zu versuchen, das Gewicht zu reduzieren. Ist das Blut rosa bis hellrot, deutet das auf einen niedrigen Östrogenspiegel hin. Die Ursachen für einen niedrigen Östrogenspiegel können die Veränderungen im Klimakterium sein. Auch Fehlentwicklungen der Eierstöcke sowie diverse Krebserkrankungen kommen in Frage. Eine strenge Diät oder Alkoholkonsum können ebenfalls Auslöser sein. Sollte deine Blutung über mehrere Zyklen hinweg hellrot erscheinen, ist dies möglicherweise ein Zeichen für ein körperliches Problem, was du dringend mit deinem Frauenarzt besprechen solltest. Zum Ende der Regel ist das Blut meist dunkelbraun und von pastenartiger Substanz. Das ist allerdings normal und unbedenklich. Älteres Blut und die Schleimhaut sind dunkler eingefärbt. Sollte dies jedoch während der ganzen Menstruation der Fall sein, kann eine hormonelle Störung vorliegen. Kommt die Periode wiederholt dunkelbraun und pastig, solltest du das beim Frauenarzt abklären lassen. Die Stärke und Länge der Menstruation und der Zeitraum zwischen den Tagen variiert von Frau zu Frau. Sollte sich der Zyklus verändern oder die Regelblutung plötzlich länger und stärker werden, kann dies ein Zeichen der bevorstehenden Wechseljahre sein. Eine schwächere, leichte Durchblutung deutet auf einen sinkenden Östrogenspiegel hin. Es ist jedoch möglich, dass der Veränderung gesundheitliche Probleme zugrunde liegen. Eine sehr starke Regelblutung kann auf gut- oder bösartige Gewächse wie zum Beispiel Myome, Polypen oder Zysten sowie auf eine Endometriose der Absprengung von Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum hindeuten. Bei der Endometriose siedeln sich Schleimhautzellen außerhalb der Gebärmutter an, was zu starken Schmerzen und Verwachsungen führen kann. Viele Frauen leiden während ihrer Regel unter krampfartigen und stechenden Schmerzen. Diese entstehen durch das Zusammenziehen der Gebärmutter, wodurch die Schleimhaut abgestoßen wird. Solltest du unter sehr starken Schmerzen leiden, die dich sogar außer Gefecht setzen, ist eine Abklärung ratsam. Möglicherweise liegt eine Infektion oder Entzündung vor. Verschiebungen innerhalb des Zyklus treten häufiger auf und sind oftmals stressbedingt. Sollte sich dein Zyklus dauerhaft verschieben oder die Regelblutung ganz ausbleiben, können körperliche Ursachen vorliegen. Neben Diäten, starkem Alkoholkonsum, exzessivem Sport und natürlichen Hormonschwankungen gibt es diverse gesundheitliche Störungen, die Zyklusverschiebungen verursachen. Meist pendelt sich der Zyklus von ganz allein wieder ein, etwa wenn der Stress überstanden oder die Diät vorbei ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann ein Besuch beim Frauenarzt zur Klärung ratsam sein. Wie du siehst, macht es also Sinn, die monatliche Regelblutung nicht mehr als Tabuthema zu behandeln, sondern der Art und Beschaffenheit der Blutung mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Als Spiegel deiner körperlichen Verfassung kann dies einen ersten Hinweis auf mögliche gesundheitliche Probleme liefern. Neben einer Vielzahl von natürlichen Behandlungsmöglichkeiten kann eine Änderung der Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten von Vorteil sein. Die Abklärung durch einen Fachmediziner ist immer ratsam.
Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du deine Meinung zu diesem Thema mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.